das vorgeschobene Basislager dürfte jetzt eigentlich fast direkt vor uns sein. So. Oh. Zwischenstand. Viecher anteleportiert kommen. 2 Katzen, 3 Katzen, 4 Katzen, 5 Katzen, alles gut. Oh, das gibt's doch nicht! Ah. Du verdammter Missgeburten-Zombie, ey. Ich werde euch und eure ganze Sippschaft ausrotten. Eure Kinder den Hunden zum Fraß vorwerfen. Die freuen sich. Alter, ich breche ins Essen. Da stehst du beim Zeug, sammelst gerade an und kommt dieser Fotze von hinten. Da ist das Basislager. Gefunden! Dieser Sohn einer ungeliebten. Diese Ausgeburt einer hastigen Liebe. Oh nein, die Hunde werden sich hinterher warpen oder die werden sich in den Tod stürzen. Eins von beiden. Gut. Ich bin nicht aggressiv, nein. Fick dich! Ich sah schon wieder so ein Skelett, ich raste aus. Die tendieren ja wirklich dazu, nervtötend zu werden. Und ich dachte schon, die Bettlerdamen bei Assassin's Creed wären nervig, Alter. Bettlerdamen? Ey, das ist unglaublich. Habe ich Tropenbaumsetzlinge zurückgelassen unterwegs? Kann das sein? Kann das angehen? Das könnte durchaus. Egal, ich hab 3 Stück dabei, das wird schon passen. Eichendorf kann weg. Ja, aber Federn Eisen, weg. Solltest du jemals dieses Spiel spielen wollen, tun? Bettlerdarm. Mit das Nervigste an diesem Spiel. Nun, wie kommt dieser Umstand? Du rennst vor einer Horde Templer weg, die dich da irgendwie böse vermöbeln möchte. Ach, fick dich doch ins Knie. Ich sehe dich da oben. Meint er wieder jemand zu sagen, ich bin ganz gut versteckt, du findest mich nie. Ja, so ungefähr. Und der Affe schießt auf mich. Ich lasse das Feuerzeug zurück, das kann ich gerade nicht so gebrauchen. So, ich möchte jetzt einfach nur schnell mein Zeug ansammeln. Komm, gib alles her. Gib alles her, habe ich gesagt. Ja, das auch. Das ist recht. Ihr Viecher treibt mich in den Wahnsinn. Ah gut, Inventur, Katzen, kommt her, wo seid ihr? So, sehr schön, dann haben wir alles. Gut, nein, aber um auf das... Ah, das gibt's schon nicht. 1, 2... Um auf diesen Umstand zurückzukommen. Ja? Du rennst von der Horde Templer weg. 2, 3, 4, 5. Okay. Ja. Die dich gerade irgendwie bösartig vermöbeln möchte. So, und dann kommt so eine übelst verranzte Dame an. Sagt dir, dass sie schwer krank ist, sterbenskrank ist, ja, Geld für die Familie braucht. Und dann stellt sie sich press vor dich. Und du stehst dann und denkst dir, Alter, hau ab. Hau ab, ich werde gleich böse verhauen. Du stehst hier. Nein, geh weg. Nö, die bleibt da stehen. Zeig dir. Oh, mein Helm ist kaputt. Creeper! Gut, wo war ich? Ach ja, jetzt zurück zum Dorf. Wissen Sie eigentlich, dass Ego-Shooter-Spiele aggressiv machen? Was? Schon mal Minecraft gespielt! Dieses Dorf ist es gewesen, oder? Ja. 8.499, also 8.500, minus 11.628. Oh. Das ist eine ganz schöne weite Strecke. Wie will ich die zurücklegen mit dieser Armee von Viechern im Hals? Also... Ja. Das. Du wolltest die Viecher haben. Ja. Und ihr kennt ja ganz bestimmt die Konsequenzen meiner Handlung. Das ist nicht. Alter! Okay, negatives Z ist soweit inkorrekt. Wir müssen positives Z gehen. Und positives X. Also in diese Richtung. Aus der Richtung, aus der wir gerade kommen. Ja, aus der Richtung, aus der wir gerade kommen, sozusagen. Das war aber zu erwarten. Können wir es nicht einfacher machen? Wo ist der nächste Ausgang aus dem verkackten Dschungel? Und dann umrunden wir das Scheißteil einfach. So, wir sind gerade bei 6.900.
14.700 ungefähr grob überschlagen. Kann ich das so machen, dann kann ich das auch sehen. Diese Funktion bei Windows 10, dieser Windows 8 da ist, dass wenn du einen Tab schüttelst oder bei einem Fenster schüttelst oder irgendwie bewegst, dass dann die anderen Fenster einfach in den Hintergrund gehen, die hat mich immer in den Wahnsinn getrieben. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. Das geht? Ja, wenn du probierst mal aus, wenn du irgendein Fenster nimmst und das dann irgendwie schüttelst, dann gehen die anderen Fenster in den Hintergrund oder gehen einfach, minimieren sich. Und das ist einfach ultimativ nervtötende Krätze. Okay. Also ich hab's ja nicht ausprobiert. Ja, mir passiert das andauernd aus Versehen. So, 6.900 ist... das ist hier in diesem Bereich. Oh, vier, gut. 6, 8, 10, 12. Es gibt keinen schnelleren Weg aus dem Dschungel raus, weil nördlich von uns nichts anderes ist als Wasser. Es sei denn, wir gehen nördlich von uns und gehen dann dem Strand entlang. Das könnte funktionieren. Da müssten wir negatives Z gehen. Das könnte die kürzeste Strecke sein. Dann müssen wir uns die geringste Sorgen machen, dass unsere Viecher sich irgendwo aufhängen. Müssen wir nur schauen, dass wir bis dahin in einen gesunden Zustand kommen. So, Schild erstmal wieder ausrüsten für den Fall der Fälle. Der natürlich wieder eintreten muss. Das Leben ist nicht toll. Das Leben kann aber viel toller werden, wenn man sich mal Bud Spencer Filme ansieht. Dann hab ich zur Isanat schon. So, ich geh das mal wieder. Ich hab verstanden, dass wieder orgelt. Ich sing im Regen mein Lied. Warum zum Teufel habe ich die Bratkartoffeln in der Hand? Stimmt. Okay, wo ist eigentlich irgendwo, wenn wir von Richtung Norden ausgehen, von negativen Z her? Höhe 15.700. Das ist immer noch weniger, als wir ansonsten zurücklegen müssten. Au. Vielleicht sind die Hunde hinterher geflogen. Ich höre es doch schon wieder. Ah ne, die kommen einfach per Warp-Antrieb hinterher. So, Katzen scheinen noch relativ vollständig zu sein. Aber wir werden sehen, am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. Er ist losgezogen, kommt in aller Katze. Das wäre ein bisschen bitter. Ich würde lachen. Ich züchte auch mal fleißig die ganze Zeit nach. Ich habe noch 25 Fische. Das reicht noch in der Theorie für 12 weitere Katzen. Apropos, könnt ihr eigentlich wieder? Ich prüfe das nachher. Noch müssten die vermutlich nicht können. Der macht ja erstmal Katzenorgien, das ist unglaublich. Viele Katzen sind gute Katzen. Also noch ungefähr 700 Blöcke und wir müssen wieder erstmal hinkommen. Wir kommen wieder hoch. Boah, ich habe eine Herstellung, da ist ein Film zu gucken, das ist unglaublich. Was war denn? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt übrigens tatsächlich Men in Black gesehen. Den ersten Teil zumindest. Du hast Men in Black nicht gesehen? Das hatten wir schon geklärt, Bermo. Hatten wir das? Hatten wir. Hast du deine Schande schon bekommen? Und ich habe diesen Fehler korrigiert. Ja,
Ich fand den durchaus unterhaltsam. Wieso haben sie auf das kleine Mädchen geschossen? Oh, die Begründung war so unglaublich gut ausformuliert. Alter, da bist du in der Muckibude, bist ein paar Gewichte am Stellen und dann ballert dir da deinen Kopf. Was soll denn die Scheiße? Aber es ist keine achtjährige Mädchen mitten im Ghetto. Mit einer Information und ein Buch über Quantenphysik. Das ist doch bestimmt außerhalb ihrer Liga. Die muss doch irgendwas unter der Haube haben. Ach, der war jetzt echt mal was. Als Mobbing. Der ist echt, ne? Der Typ hat sich neben mir gesprengt. Und obwohl mich die Katzen beschützen mussten, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Hey, 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 Ocelot! Ocelot! Komm her! Komm her! Ja, vertrau mir. Beachte gar nicht die Hundearmee, die mich umgibt. Komm her. Hast du schon wieder eine Katze gefunden? Ja. Aber sie scheint noch im Fluchtmodus sein. Ich glaube, ich kann ihn noch nicht zähmen. Wieso kann ich mir das so richtig geil vorstellen? Da zurück. Da kommt einer an. Möchte die Katze zähmen mit so einer Ultra-Hunde-Armee im Hintergrund. Katze. Ich weiß auch, ob ich die Katze nicht will. Ach, ist das so schwarz-weiß. Ich wollte eine Orange. Schade. Egal, ich hab noch eine Katze gefunden, einfach im Dschungel. Das ist das Übliche. Aber Eisen, wie kam es zu der Besinnung? Ich saß zu Hause, konnte da nichts machen. Und meine Schwester hat einfach Netflix angemacht und dachten wir, was kann man sich denn so ansehen? Und dann haben wir Man in Black gefunden. Und da dachte man sich, gut, kann man sowieso mal nachholen. Solange die anderen beiden auch noch nachholst, ist alles gut. Die anderen beiden hat Luft zumindest gesagt, dass die angeblich gehört hätte, dass die vom Hörensagen her wiederum nicht so gut sein sollen. Ich weiß nicht, ich werde es nachholen. Ich mag so dieses, du redest über einen Film und dann so, boah, ich habe gehört, der soll voll scheiße sein, deswegen nicht. Das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, Luf hat gesagt, dass sie gehört hat von Hörensagen. Genau das meine ich, und dann hast du ja diesen richtig penetranten. Diese, was sind es, 10 bis 12-Jährigen. Ich habe gehört, der Film soll voll scheiße sein und deswegen gucke ich den nicht. Ach so. Okay. Nein! 15.000. Du hast gerade eine Serie drauf, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Das ist doch scheiße. Bermuda. Ah. Ich habe es oft gesagt, ich werde es wieder sagen. Wassereimer. Du hältst jetzt erstmal deinen Schnauzen. Obwohl, das ist eine sehr gute Idee. Wenn ich gerade schon mal hier bin, wo sind denn Rot-Weiß-Banner? Ah, Rot-Weiß-Banner. Sprengt dieser Creeper einfach gerade mitten meiner Hunde und Katzenarmee da einfach in die Luft. Obwohl, allen drei Teufelsnamen sind meine Wassereimer hin. Ich habe natürlich noch keinen Überblick darüber, wie viele Katzen ich eigentlich habe. Den habe ich irgendwo verloren. Aber das heißt, dass ich den Überblick immer noch nicht zählen kann, kann ich immer noch mehr machen. Ist ja nicht so, dass wir heute schon mal gestorben sind. Oder davor. Oder davor. Oder davor. Oder davor. Also? Ich übertreibe, ich weiß. Ganz dünnes Eis. Ich bin leicht wie eine Elfe, Bermo. Ich kann auf dünnstem Eis laufen. Oh Gott! Nein, spring mich nicht bei mir. Nicht bei mir. Bitte, bitte. Danke. Nein, ich mach's einfach wie bei einem Kameraden. Ja. Beim Eis auf einfach einen Stein draufschmeißen? Nein. Viel, viel schlimmer, mein Freund. Einen Lastwagen draufschmeißen? Der hat so den Tick gehabt. Oder ich weiß nicht, ob er ihn heute immer noch hat. Der konnte dreckiges Geschirr nicht stehen lassen. Ja, dann ist der während des Essens einfach aufgestanden.
und ist das Geschirr wegbringen gegangen. So, jetzt haben wir ihm natürlich gesagt, ja, lass das da stehen. Nein, das wollte er nicht. Gut, dann haben wir die Extreme gezogen. Er wurde an den Tisch getapet. Ey, das war ganz stumpf. Und das gleiche werde ich mit dir machen. Ja? Ich werde dich irgendwo anbinden. Dann bekommst du ein paar Soundqualitäts-Top-Kopfhörer auf und wirst dann mit Bibi und der Katja zugehauen. Bermo, das Band, das mich unter solchen Qualen halten kann, muss erst noch erfunden werden. Glaub mir, das kriege ich hin. Am Ende so einfach mit Stahldrähten, Titanenband, Panzerband noch drumherum, um ganz sicher zu gehen, und noch festgenagelt ans Kreuz. Und er reißt sich trotzdem einfach sofort los. Stahl, Drähte, Eisen, Strom. Strom gefällt mir. Ja, dann bleibst du wenigstens sitzen. Meinst du? Ich nehme den Strom einfach mit. Ich reiße einfach die Batterie raus, nuckel dann da dran. Tschüss, du Wichser! Das ist wie so ein Lollipop für mich. Ich mag auch keinen Speiseeis, ich trinke lieber Batteriesäure. Das prickelt sich schon auf der Zunge. Echt, will der schon, ne? Oh ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mein ganzes Zeug wieder. In was für ein Loch bin ich jetzt schon da reingefallen? So, wo hat sich denn mein ganzes Material? Baby-Zombie! Hundis! Fast! Hilfe, ein Baby! Tötet es! Tötet es, bevor es Eier legt. Also Richtung Norden sollte es eigentlich wirken. Oh! Moment. Den gleichen Fehler mache ich nicht. Immer vorsichtig. So, Katzen, sind doch alle da? Drei. Wo ist der Rest von euch? Katzen, ihr habt euch doch nicht im Hyperraum irgendwie verirrt. Nein. Ach, sollten wir das nicht tun? Einmal meiner Blindenhund ist ersoffen. Folgendes, meine Hundegarde, macht euch mal daran, Ersatz zu beschaffen. Naja. Einer eurer Kollegen war behindert genug, sich irgendwie im Wald zu ertränken. Ich weiß auch nicht, wie er es gemacht hat. Vielleicht war er Taucher während eines Feuerwehrlisch-Einsatzes. Aber irgendwie hat er es geschafft. Aber Eisen? Ja. Dias Vult funktioniert nicht mehr. Wegen deines Ressourcenpakets? Ja. Schrecklich, Bermo. Schrecklich. Was ist deinem Schild denn jetzt aber drauf? Nichts. Das bleibt einfach dieses Rundschild. Nichts. Den Holz. Ja. Das bleibt einfach dieses Holzrundschild. Dieser Holzrundschild. Dieses. Dieser. Dieses. Dieser. Schweig und du wirst sterben. Bermo, wir reden von einem Schutzschild. Ist es der Schutzschild oder das Verkehrsschild? Ja, ich das muss darauf. Ich muss darauf. Ja, aber der Schutzschild. Nein. Hundis! Fressen, Zombie! Ich warte nur auf den Moment. Da gehe ich ihm so auf den Sack und dann kann ich wieder an. Krieg ich einfach nur so einen Klaps auf den Arsch, weißt du? Das heißt. Der Schild! Wuff, 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 wuff! Meine Hundearmee aus Grammatik-Nazis. Ich hab den Strand erreicht! Jetzt muss ich nur den Dschungel umrunden. So, meine Frage jetzt. Was sind allen drei Teufels? Was sind allen drei Teufelsnamen ist ein Grammatik-Nazi? Genauso das, was du darunter vorstellen kannst. Der ich stell mir darunter nichts vor, deswegen will ich es ja wissen. Die Armbinde ist zunächst einmal das Übliche, nur dass statt das Kreuz da drin ein G ist. Ein eckiges G. Und die schreien immer Heil Duden. Achso, die sind dem Duden vertraut. Also mehr so eine Sekte. So ähnlich, ja. Läuft es ähnlich hinaus wie bei den echten, nur halt mit Duden. Ich habe übrigens vorhin den Fehler meines Sterns herausgefunden.
Welchen denn? Kein Wassereimer gehabt? Na, da hätte mir der Wassereimer auch nichts mehr gebracht. Und zwar bin ich tiefenentspannt auf die Sprint-Taste gegangen, nicht auf die Crouch-Taste. Das passiert natürlich. Okay, jetzt ganz vorsichtig in den Tod! Ey, das ist unglaublich. Erst wirst du von so einem Creeper zersprengt, dann wirst du von einem Zombie vermöbelt und jetzt... Und dann machst du einen kleinen Schritt zum großen Glück mit Anlauf. Ja. Ich check, ob die Aufnahme läuft. Ja, Paranoia muss auch hier sein. Läuft. Die Paranoia, das ist der Hammer.